Definieren und designen. Einleitung. Beim Co-Design von Dienstleistungen sind die ersten zwei Schritte das Definieren und Designen der Dienstleistung. Für beide Schritte kann man die Methodik des LEGO Serious Play nutzen. Auf diesem Weg können die Teilnehmer erste Informationen über ihre Dienstleistungsidee mitteilen, indem sie ein Modell bauen. LEGO Serious Play. LEGO Serious Play ist eine strukturierte Methode, um Kommunikation und Problemlösungen zu fördern. Es ist eine spielerische, aber dennoch ernsthafte Methode, um neue Einblicke zu gewinnen und innovative Ideen zu entwickeln. Es hilft dabei, Ideen zu entdecken und zu visualisieren, indem Modelle mit Legosteinen gebaut werden. Es hilft Einzelpersonen, Teams und Organisationen, einen klaren Blick auf die aktuelle Situation, ihre Erwartungen und Ziele zu werfen und wie man diese erreichen kann. LEGO Serious Play wird angewendet für Teambuilding, die Förderung und Unterstützung von kreativem Denken, die Entdeckung von Zusammenhängen und Verbindungen, die Schaffung einer gemeinsamen Vision, die Erarbeitung einer Lösung für ein Problem, die Erleichterung von konstruktiven Diskussionen und den besseren Umgang mit komplexen Problemen. Die Philosophie hinter LEGO Serious Play ist, sich auf die Geschichte zu konzentrieren, nicht auf die Lego-Steine. Die Steine helfen dabei, die Geschichten zu bauen. Die Metaphern in den Geschichten zu verstehen. Sie liefern bessere Beschreibungen der Realität und zeigen neue Perspektiven und Möglichkeiten auf. Neue Möglichkeiten zu entdecken, neue Optionen zu schaffen und miteinander ein neues Verständnis zu entwickeln. Zu verstehen, dass das Wissen bereits vorhanden ist. Es soll verstecktes Wissen hervorgebracht und neues Wissen geschaffen werden. LEGO Serious Play funktioniert, weil die 3D-Modelle ein besseres Verständnis fördern. Mit den Steinen zu arbeiten dabei hilft, mit den Händen zu denken. Etwas mit den Händen zu bauen, ein starkes Engagement schafft. Während des Spielens die Teilnehmer ohne Stress kreativ denken können. Die Modelle in einer Phase des intensiven Spielens ohne ein langfristiges, rationales Vordesign gebaut werden. Mit den Modellen zu spielen, neues Wissen durch Selbstreflexion schafft. Die Modelle, die Kommunikation fördern, da die Teilnehmer die Metaphern der Modelle erklären. Folgende Grundsätze und Regeln sollten eingehalten werden. Der Trainer stellt die Herausforderungen und den Zeitrahmen und leitet den Prozess an. Das Modell ist die Antwort des Teilnehmers auf die Herausforderung. Es gibt kein Bau beim Bauen, kein richtig oder falsch. Interaktionen mit und Inspirationen durch andere sind erlaubt. Jeder nimmt teil, baut und erzählt. Niemand darf das Modell eines anderen verändern. Die Meinung und Geschichte des Erbauers werden akzeptiert. Dem Erbauer gehört das Modell und seine Geschichte. Das Modell und seine Geschichte werden hinterfragt, nicht die Person. Es ist nicht wichtig, wie das Modell aussieht. Die Bedeutung ist es, die es wertvoll macht. Die vier wichtigsten Stufen der Anwendung sind herausfordern, erschaffen, teilen und reflektieren. Stufe 1. Herausfordern. Bei dieser Stufe ist Folgendes wichtig. Der Trainer stellt die Frage, oder besser gesagt, gibt der Gruppe eine Herausforderung. Die Teilnehmer werden aufgefordert, Geschichten als Antwort auf die gestellte Frage zu entwickeln und zu bauen. Die Frage sollte klar gestellt, aber auch ergebnisoffen sein. Diese Herausforderung hängt komplett von den Aspekten und Themen ab, die der Workshop angehen soll. Es gibt bei LEGO Serious Play keine standardisierten Fragen. Die Fragen, die zu diesem Zeitpunkt gestellt werden, bestimmen den Inhalt der folgenden Stufen. Stufe 2. Erschaffen. Bei dieser Stufe ist Folgendes wichtig. Die Teilnehmer stellen sich ihr 3D-Modell als Antwort auf die gestellte Frage vor und bauen es. Die Teilnehmer arbeiten mit dem speziellen Lego-Stein-Set, das dafür gemacht wurde,
die Nutzung von Metaphern und das Geschichtenkreieren zu inspirieren. Sie geben Ihrem Modell einen Sinn als Antwort auf die gestellte Herausforderung. Stufe 3. Teilen. Das Teilen ist die nächste Stufe. Jeder Teilnehmer teilt die Bedeutung und die Geschichte seines Modells mit dem Rest des Teams. Sie beschreiben ihre Gedanken, Assoziationen, Emotionen und Gefühle, die sie während des Bauens hatten. Alle Teilnehmer verstehen die Denkweise hinter jedem Modell. Geschichten erzählen ist eine einprägsame Kommunikationsmethode über das, was geschehen ist oder gerade geschieht. Das Geschichtenerzählen mit Lego-Modellen erweckt eine Situation zum Leben, bevor sie in der Realität wahr wird, und ermöglicht es, auszuprobieren, was passieren könnte, wenn eine bestimmte Entscheidung getroffen wird. Stufe 4. Reflektieren. Das Reflektieren ist die letzte Stufe nach dem Teilen. Bei dieser Stufe arbeiten Trainer und Teilnehmer die wichtigsten Erkenntnisse heraus und stellen klärende Fragen über die Modelle. Gibt der Erbauer Auskunft über die gewünschten Informationen? Fasst der Trainer die Verbindungen zusammen? Die Hauptaufgabe des Trainers ist, dass er ergebnisoffene Herausforderungen schafft, den Dialog in der Gruppe beeinflusst, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, den Reflexions- und Dialogsprozess erleichtert, den Teilnehmern dabei hilft, sich selbst auszudrücken und klärende Fragen stellt. Die Anwendung enthält verschiedene Phasen, die nicht notwendigerweise linear aufeinander folgen. Welche Techniken in welcher Reihenfolge angewendet werden, hängt von den Inhalten und dem Zweck des Workshops ab. Anwendungstechniken enthalten das Bauen von individuellen Modellen und Geschichten, das Bauen von Modellen und Geschichten im Team, eine Landschaft gestalten, Verbindungen schaffen, ein System bauen, die Entstehung und Entscheidungen spielen, einfache Grundsätze herausfiltern. Die Vorteile von LEGO Serious Play können wie folgt zusammengefasst werden. Es hilft dabei, sich alternative Lösungen vorzustellen. Es ist ein interaktives Werkzeug. Es ermöglicht es, zu bauen, zu dekonstruieren und wieder zu erbauen. Es schafft Engagement und Orientierung. Es ist ein ernsthaftes Spiel. Die Nutzung von Metaphern schafft neue Wege, um Dinge zu verstehen. Es ist Denken durch Handeln. Es stimuliert die strategische Vorstellungskraft. Sie können sich für weitere Informationen auf diese Quellen beziehen.